Meine Damen und Herren, Sie wissen von sich selbst, wie verschiedenartig der Geschmack ist. Wenn Sie Gäste haben, Gäste sind ja immer anspruchsvoll, dann will der eine diesen und der anderen jenen Künstler hören. Und anstatt sich Ihren Gästen in ihrer bekannten, geistvollen Art zu widmen, drehen Sie ihnen ständig den Rücken zu und legen immer wieder neue Platten auf. Wir nehmen Ihnen diese Mühe ab. Hier haben Sie auch für Ihre anspruchsvollsten Gäste eine Künstlerplatte, auf der jeder findet, was er sucht. Drum haben wir sie kurz Odeon-Parade genannt. Als erste marschiert auf Gitta Alpa und singt die Dorfschwalben aus Österreich. Emil von Sauer, die Chopin-Etüde in E-Dur auf einem echten Bechsteinflügel. Richard Tauber singt aus dem Evangeliman sein berühmtes Lied »Selig sind die Verfolgung leiden«. Selig sind die Verfolgung leiden, der Gerechtigkeit willen. Für die Freunde großer Orchesterkonzerte wird jetzt die Rienzi-Ouvertüre gespielt vom Berliner Philharmonischen Orchester. Dirigent Dr. Weißmann. Hören wir jetzt die schöne Stimme von Elisabeth Rittberg. Sie singt das Lied der Saffi aus dem Zigeunerbaron.
ein Cello-Solo, Träumerei von Schumann, gespielt von Gregor Piatigorsky, am Flügel Karol Schreter. Zum Schluss der Odeon-Parade singt die herrliche Lotte Lehmann die Hallenarie aus Tannhäuser.